Die erste Sache, die in allen Tri-Filmen schlimm und schlecht ist, ist der Animationsstil. Klar, der ein oder andere wird jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Hintergründen so darauf achten, okay, aber wenn man von Toy Animation mal irgendeinen One-Piece-Film gesehen hat oder auch irgendeinen älteren Digimon-Film oder andere Filme, dann weiß man eigentlich, die können das, wenn sie wollen, aber bei Try wollten sie wohl irgendwie nicht. Also die Hintergründe sind scheiße und die Animationen selber sind auch nicht gerade die besten, aber vor allem finde ich das Charakterdesign sehr schlecht. Ich meine, die Charaktere, die Kinder, die sehen nicht aus wie die, die wir kennengelernt haben. Minimal Taichi, vielleicht ein bisschen noch Mimi, Sora, Takeru und Kari, aber gerade Koshiro, Joey und Yamato, die irgendwie gar nicht. Die Rookie-Digimon sehen eigentlich fast alle immer scheiße aus, so hingerotzt, zerzaust, keine Struktur und wirklich hässlich. Allen voran Agumon, sind wir ehrlich, es sieht meistens wirklich aus wie so ein Krüppel. Die Champion-Level, fand ich, sahen dann schon ein bisschen besser aus, aber im Vergleich waren sie doch sehr detailarm und auch hingeschludert. Und ja, sind wir ehrlich, der Film ist einfach nicht zeitgemäß, also die meisten, eigentlich gar keine der Filme, weil es werden sehr oft Standbilder benutzt und auch wenn andere Charaktere da sind oder die Kinder wohl langgehen, die stehen dann da einfach immer nur rum und die bewegen sich nicht und das geht einfach nicht. Die nächste Sache ist, wie man mit Digimon Adventure 2 umgegangen ist. Es ist eigentlich so, als wenn es die Serie gar nicht geben würde. Wir sehen zwar Davis und Co., wie sie in der Digi-Welt angegriffen werden und auch sehen wir die D3s von Takeru und Kari und die Namen der Nozai-Kids werden ja auch auf dem Computer angezeigt, aber sonst? Ich meine, wieso muss Mimi denn einen Flug buchen, um nach Japan zu kommen, wenn sie doch das Tor zur Digi-Welt öffnen könnte? Weil es 02 nicht gibt. Wieso sind Takeru und Kari nicht mit den 02-Kids befreundet? Weil es 02 nicht gibt. Wieso digitiert Gatomon nicht zu Nefertimon? Weil es 02 nicht gibt. Es wird ignoriert ohne Ende. Ebenso die Sache mit Genai. Wieso hilft und arbeitet er mit der Regierung zusammen? In 02 wurden die Daten verändert. Ach ja, 02 gibt's ja nicht. Ich hätte ja kein Problem gehabt, wenn die Erinnerungen an die 02-Kids gelöscht worden wären. Aber sind sie nicht. Ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn es ein alternatives Universum wäre und es 02 nicht gibt. Aber es gibt 02. Es wird nur eben die ganze Zeit über ignoriert. In Chapter 2 geht das ja mit dem Fake-Kaiser sogar noch weiter. Ich meine, er sah aus wie der Kaiser, wird aber nicht Kaiser angesprochen, sondern auf einmal fällt mehrmals der Name Ken. Aber nicht wie er sollte. Da fällt kein Satz wie, ist das nicht Ken? Oder, wieso ist Ken wieder der Digimon-Kaiser? Oder, was ist mit Ken passiert? Wird er manipuliert? Nein, es ist mehr so ein, wir kennen 02 nicht, aber wir kennen den Kaiser. Der Kaiser ist ein Arsch. Also sagen sie auch nur so etwas wie, dieser verdammte Ken, beziehungsweise Ken, unfreundlich. In Chapter 3 hört das Ganze mit 02 ja noch nicht mal auf. Das geht ja immer noch weiter. Takeru und Kari gehen zu Ken nach Hause. Selbstverständlich sind die Eltern von ihm nicht da. Gut, die sind beide berufstätig, aber sie hätten es ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen können. Und die haben ja doch ihr D3, also wieso können sie denn die anderen Kids nicht angezeigt bekommen und suchen? Und wieso schauen die nicht mal bei Cody, Yoli und Davis vorbei? Und wieso sind die nicht mit Davis und Yoli auf derselben Schule? Wieso kommen die erst dann auf die Idee, Ken zu besuchen, als sie den Fake-Kaiser sehen? Ja, weil es eine 2 nicht gibt, weil es egal ist. Und ebenso als Himikawa ankommt und denen am Ende das D3 von Ken gibt und sein D-Terminal. Wie? Warum? Woher? Wieso? Das sind so viele Fragen in einem Moment, die schon ganz Try sprengen. Denn, sind wir mal ehrlich, wozu brauchen die Ken sein D3? Okay, seins konnte in 02 auch als einziges das Tor zu Meer der Dunkelheit öffnen. Vielleicht ist es etwas stärker als die der anderen. Aber das geht auch nur, wenn Ken es in der Hand hat und nutzt. Denn wie sagte Wormon, das Digi-Weiß in seiner Hand gehört nur ihm alleine, genauso wie sein Herz auch nur ihm gehört. Aber ja, ist 02-Satz, also ist es egal. Woher hat sie sein D3? Und wieso wundert sich keiner darüber, dass sie es hat? Und wieso fragt keiner? Und naja, da nichts genau erklärt wird, auch Takeru und Kari haben ein D3 und ein D-Terminal, also ja, die könnten das ja auch benutzen, aber scheiß drauf. Aber das geht ja noch weiter. In 02 wurde gezielt gesagt, man kann die Digi-Welt nicht resetten. Sie sagten auch, es ist eine andere Welt, aber kein Computerspiel. Also geht doch kein Reboot. Auf einmal spielt das aber alles keine Rolle mehr und es scheint doch zu gehen. Und als die alle nach Ikarigaoka rennen, also zum Westernviertel, wie es ja im Anime dann gesagt wurde immer, und dort dann das Tor öffnen, also in 02 wurde das Tor durch Black Wargreymon versiegelt. Aber ja, ich weiß, es ist 02, also egal. Ach ja, und woher weiß Himikawa von dem Wappen? Zumal es die Herzen sind, was man nach Adventure aber offenbar dauerhaft vergessen tut. Also ihr merkt, alles was mit 02 zu tun hat, gibt es hier nicht. Es wird zwar erwähnt, beziehungsweise kennen, aber gibt's hier einfach nicht. In Chapter 4 und 5
spielte 02 gar keine Rolle. Also es gab überhaupt keine Anlehnung mehr an 02. Zu Chapter 2 will ich aber noch sagen, die Kinder haben sich zwar generell gewundert, dass da ein Imperialdramon war, aber sie haben nichts wegen Wemon, Wormon, Davis oder Ken gesagt. Ja, und dann wird 02, ja, erwähnt, nicht gezielt, sondern es wird einfach nur gezeigt in Chapter 6, dass da Davis und die anderen sind, beziehungsweise ihre Schatten, und die sehen aus wie immer, sie werden gerettet und das war's. Also wirklich irgendwie, dass die was gesagt haben oder mit denen geredet haben oder was jetzt mit denen war, ja, darauf ging man halt nicht ein. So, und sind wir mal ehrlich, egal ob man 002 mag oder nicht, ich weiß, die wenigsten mögen diese Staffel, aber man kann nicht irgendwas von Adventure erschaffen und 02 dann überspringen oder ignorieren oder irgendwie erwähnen und trotzdem alles falsch machen. Außer man macht ein alternatives Universum wie bei Digimon Adventure Doppelpunkt Psy.